dan een bal van Pareja. Hassan. Met Hassan, goede bal, Akin. En de goal. Serhat Akin krijgt hem terug van doelman Payer. Maar één geweldige flits van Anderlecht. Schitterende paas, Pareja. En dan Hassan, die blik naar binnen komen. En een hele strakke bal op Akin. 20 minuten had hij al gespeeld. Hij doet er 10 bij. En hij scoort. Doet een beetje denken aan zijn debuut hier. Meer dan 2 jaar geleden tegen La Louvière. Sindsdien is er veel water door de zee gevloeid. Maar dit moet hem enorm veel deugd doen. Geen makkelijke paas. Die bal valt niet dood. Strakke bal. Dat moest ook. Pareja met de pre-assist, zeg maar. Und das ist die nächste große Möglichkeit und da ist das 1:0 für Anderlecht. Serhat Akin in der 23. Minute. Oh, das ging schnell. Und da ist die Entstehung auch nochmal ganz interessant. Patoka kriegt den Ball hier nicht unter Kontrolle, hilft sich mit einem Foul, der Schiedsrichter lässt Vorteil spielen und das ist schon zu viel Platz für den 26-jährigen Türken Serhat Akin, der hier von Kapitän Martin Hilden einfach zu viel Platz bekommt und im Flug Richtung Tor verwertet 1:0 für RSC Anderlecht. Im Moment also die Belgier weiter, Gesamtstand 2:1, ein Tor würde Rapid allerdings jetzt zumindest in die Verlängerung helfen, wenn man jetzt schon davon sprechen kann. Mal sehen, wie die beiden Mannschaften reagieren. Les Nains ont gagné leur duel et ont donc réussi leur examen hier soir. Mieux, ils ont confirmé leur récente bonne note. Désormais, une occasion peut suffire pour marquer. Le regain de forme depuis la trêve s'enracine dans une nouvelle. Score, Serhat Akin beating Michael Rensing, one each on the night still. A 5-goal difference overall. Akin with a nice job to put it away. He had people hot on his heels, and he got the work done.